Schlechtes Wetter und starker Wind über den Azoren hätten die Landung dieses Propellerflugzeugs fast zu einer Katastrophe werden lassen. Vom Wind gepackt hüpft die kleine Maschine wie ein Gummiball auf und ab und dreht sich dabei noch quer zur Fahrbahn. Schließlich konnte der Pilot das Flugzeug gerade noch auf die Piste der Azoreninsel Flores aufsetzen, ohne dabei Bruch zu machen. Die Passagiere werden die Landung dieses Linienflugs wohl noch lange in Erinnerung behalten.